Warte, kann man dich nicht zerstören? Los! Au! Okay. Was ist hier? Gutes Mojo? Ne, Kissen zerstören. Ach ne, da scheiß ich drauf. Das ist mir zu weitläufig. Oh, der war aber ganz geil eigentlich. Stopp! Stopp! Ja, es war das Bremsgeräusch. Offiziell international anerkannt. So, jetzt sind wir in dieser Höhle mit diesen hässlichen Viechern, ne? Nee, noch nicht. Oder? Ich weiß nicht. Oh, ich bin ja auch noch ein Stecht. Ich passe da nicht durch. Ich werde wahnsinnig. Das Schöne ist natürlich... Genau, jetzt kriege ich nämlich den... Nagel 9 kriege ich jetzt nämlich. Ohne was dafür zu bezahlen. Ach, guck mal, zweifach nett. Nice. Ich glaube, die gelben Mojo-Kugeln, die kommen leider nicht wieder. Also ich schon... Sisse? Sisse? Hab ich doch gesagt. Ich wusste doch, dass mir da noch was fehlt. Dann lasse ich dich erstmal zu Hause. Tut mir echt leid. Ich mag dich trotzdem. Drehangriff-Upgrade, sehr schön. Boah, ist so viel, was mir noch nicht gefällt. Da fehlt mir noch was. Da fehlt mir noch was. Ich wusste doch, da ist hier was. Ich brauch was für den Magen. Das waren nur die beiden. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Wo bist du überhaupt? Da, du kleine Ratte! Aua. Klar. Au! Wie zwei. Das ist aber damit nicht gerechnet. Ah, ich kann mich dran erinnern. Ja, ja, hier ist irgendwo dann ein TK erschienen, der mich dann einfach von der Plattform runtergeholt hat. Der Arsch. Deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht fertig gekriegt. Alter. Ich hab schon mal was. So geht das, du Penner. Mann, ey. Geh mir auf den Sack. Ich glaube, ich kam von der anderen Seite irgendwie. So. Ist das nicht kaputt gegangen? Doch, doch. Genau, so war das. Nämlich dann wieder runtergeholt. Dann kommt jetzt hier nämlich so ein TK-Typi. Der mich nämlich richtig schön gebumst hat. Ist alles kaputt, ne? Okay. Weiß ich jetzt um ehrlich zu sein nicht so genau, was ich jetzt tun soll. Außer mich töten. Das ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Ich kann nicht mal eben wechseln. Gar kein Problem. Und ich werde dich verprügeln. Mit mir höchstpersönlich, wenn ich es schaffen würde. So. Was machen wir denn jetzt am besten? Ich würde sagen, wir gehen nochmal hoch, oder? Wie gesagt, vielleicht habe ich den ja auch schon mal gemacht. Ich habe keine Idee gerade. Ach, guck mal, wer der ist. Du bist bestimmt nicht dadurch gespawnt, weil ich jetzt einen Shit gemacht habe. Ups. Cool. Nice. Ja gut, hier scheint wahrscheinlich dann doch nichts passiert zu sein. Vielleicht kommen die auch einfach nur wieder, die Zielscheiben. Oh. Ups. Ja. Was ist das schon mit dem Multiplikator? Scheiße. Ah, nur weil ich zu ungeduldig bin. Aber gut, so weit kann der jetzt dann doch nicht springen. Schon eine schöne Strecke. Gehen wir erstmal hier lang. Ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Hier war nichts mehr. Auf der Plattform war auch nichts mehr. Die Zielscheiben sind alle kaputt. Ohne Effekt offensichtlich.
Wie gesagt, ich glaube, ich habe hier auch so gut wie alles. Maus. Maus. Okay, dann krieg ich wieder einen Riegelroller, ist auch in Ordnung. Ach komm, ja. Ich habe jetzt nichts Großartiges, aber die haben jetzt hier offensichtlich nochmal was Neues für uns. Hallo! Hä? War die Tür vorher schon offen? Oh, Gott sei Dank bist du hier, Süßer. Eines unserer Jungen ist weggelaufen und die Vegafreaks haben es sich geschnappt. Ich hätte gedacht, dass die Jungen hat mir eigentlich die Arena-Kämpfe gegeben, aber macht ja nichts. So, okay, ich würde sagen, wir düsen auf jeden Fall eben nochmal kurz hin. Und den nächsten Speicherpunkt, den wir sehen, da speichern wir dann auch. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich oben bleiben. Egal. Stirb! Arschloch! Wie, was, wer? Okay. Was ist das? Ach so, das ist so, okay, gut. Wenigstens haben wir wieder die Möglichkeit, nochmal hochzukommen. Ist auch nicht so verkehrt. Stirb! Stirb! Schön ausgewichen. Das muss ich wirklich lassen. Das Coole ist, der trifft mich nicht, aber ich ihn schon. Wenn er mich einen schönen toten Winkel hat. So, seid ihr beide tot. Smoke, smoke, weed, weed, every day. Kann ich schon mal aus der Entfernung behaken? Ach komm, das ist ein bisschen ernst, oder? Dafür auch, dass ich da bin? Oder ist es ihm wahrscheinlich egal! Ja, so ganz egal, was ihm doch nicht, weil das ist doch noch ein Schuss auf mich zugekommen. Pack deine Scheiße da weg! Ja, sonst hätte ich mich einfach nochmal geholt. Tada! Ach, hier unten bringt eh nichts, ne? Außer, okay, schon mal aus der Ferne die Gegner kaputt machen. Was ist das für ein Viech? Achso, auch ein Schießer. Ein Schisser. Oh, nerv mich nicht. Give me the mojo. Daneben. Die schnapp ich mir jetzt. Der wiegt so voll Energie. So, ich komme jetzt, glaube ich, nur nicht mehr anders hoch als... okay. Oder habe ich noch irgendwie eine Möglichkeit hochzukommen? Ohne, dass ich den Raum hier verlasse und wieder von vorne beginnen muss. Nee, ist alles verwendet. Scheiße. Ja, gut. Das alles wird wieder leben. Und ich darf nochmal von vorne beginnen. Hey, hey. Oder auch nicht. Gut. Umso besser. Bei mir ist es auch auf jeden Fall deutlich einfacher. Also ein bisschen auf meine Levelei kann ich ja schon noch achten. Auch wenn es so kleine Kisten mit 5 Mojo sind. Ein bisschen mehr Futter. Nee. Im Gegenteil, sah sogar noch weniger aus. Tong, tong, tong. So. Was ist hier los? Wir sind einfach überhaupt nicht interessiert. Finde ich gut. Und den auch nicht. Ganz gediegen, ganz gediegen. Da ist aber noch einer, ein dritter, ne? Hat zumindest gerade so einen Anschein gemacht. Ja, danke für den Boxern schon. Jetzt kann ich auch nicht mehr gebrauchen gerade. Ich wusste, dass da noch einer ist. Bin ich jetzt selbst getötet? Nee. Ah! Achso, dank des Boxhandschuhs habe ich ihn jetzt schon fertig gemacht. Die Geräusche von dem Viech gehen mir aber so langsam auf den Keks. Ziemlich wie den Rino-Roll, einfach nur um die Geräusche nicht ertragen zu müssen. Vernichte es! Töte es!
So, damit da ja nichts mehr passieren kann. Okay, hier ist schon Ende? Okay. Gut, dann drücken wir den dicken roten Knopf. Tada! Ah, jetzt bin ich in dem Bereich, ja. Okay, das war das entflohene Jungtier. Es brennt. Wo ist dieser... Hä? Hä? Also ich verstehe den Levelaufbau nicht so. Au, 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 au. Hör auf damit, Penner. Alter, hab ich schön aus der Luft gefischt, ne? Das war so richtig Mortal Kombat 2-Style. Dann töte mich doch. Dann kämpft man halt im Dunkeln. Oh ne, der ist eher tot. Ach, das war schon der eine. Das war schon der Held. Aha. Das ist aber enttäuschend. Die sieht ja ganz anders aus. Guck mal da oben. Das ist ja wie, der sieht ja komplett anders aus. Okay. Alter, hat er jetzt auch nochmal eine eigene Auflevelungsgedöns. Den muss ich aber nicht aufleveln, oder? Das wäre ziemlich kacke. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Weil dann habe ich ja nochmal vier mehr. Also alles nur was mit Aufgaben zu tun. Wenn die in Aufgaben drin sind, okay. Ich meine aber nicht, das glaube ich das. Ganz feste, ja, ja. Ist schon abgeschlossen. Uka Ukas Knochen, Ukas Rache. Neue Mission, zurück zu Uka Uka. Zurück zu meinem Bruder. Okay. So. Aber das machen wir nicht jetzt, das machen wir erst beim nächsten Mal. So, mal gucken. Wir hatten 50%, als wir das letzte Mal das Spiel beendet hatten. Jetzt haben wir... Bin mal gespannt. Trommelwirbel. Und wahrscheinlich 51%. Ja, dürfte jetzt ein bisschen mehr gewesen sein. Also ich hätte jetzt mal 5% oder so, haben wir immerhin jetzt holen können in 1,5 Stunden. Hust, hust. Das Schlimmste sind halt wirklich die Wegezeiten. Die gehen mir auch echt auf den Sack. Und vor allem erstmal die Wegezeiten, da muss man... Ne? Da müssen die Viecher auch nur überleben, ne? Das ist ja jetzt Schlimme. Wenn ich dann zwei hab, dann muss ich halt mit einem kämpfen. Dann geht das nicht anders. Und dann hat man meistens noch einen, mit dem man nicht so gut kämpfen kann. 5%, habe ich ja nicht gesagt. Bin ich gut oder bin ich gut? Naja, gut, egal. Nee, was halt momentan wirklich krass auffällt, sind halt wirklich die Wegezeiten. Also ich will natürlich dann immer alles nochmal erforschen, erkunden und sowas, ne? Und das sind halt zwei Sachen. Ich habe keine Ahnung, was mir jetzt noch alles fehlt. Ich weiß nicht genau, wie viele Lebensupgrades ich eingesammelt habe. Beziehungsweise wie viele ich noch einsammeln muss. Vielleicht habe ich alle, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Und was ich ansonsten noch an sammelbaren Dingen habe, dürfte eigentlich, abgesehen von den Lebenszeichen, ne, weil wenn ich da die Gewissheit hätte, wie viel ich noch brauche, wäre sie mir richtig töfte. Abgesehen davon habe ich, was Sammelei angeht, tatsächlich, glaube ich, nur noch den Gefrierbrand. Sammle Radzapfen, Voodoo-Puppen im Radzapfen-Königreich. Ne? Hier. Sammle Rhino-Roller, Voodoo-Puppen in der Einöde. Ah, da fehlt mir auch noch was. Ah, war das... Lass mich mal kurz überlegen. Hatte ich da nicht noch eine Möglichkeit, kurz bevor ich jetzt von hier aus... Nee, ich glaube nicht. Weil ich habe da noch so eine Erinnerung. Es gab irgendwo eine Stelle, da habe ich eigentlich auch einen Radzapfen gebraucht, um da nochmal so ein bisschen zu surfen. Ich dachte jetzt, das wäre vielleicht in der Einöde gewesen. Vielleicht ist es auch so. Muss ich nochmal gucken. Und ansonsten, ich habe alle Crash-Puppen, was super ist. Was mich wirklich richtig freut. Ansonsten, was noch mit Sammelei zu tun hat, wäre eigentlich tatsächlich nur noch das Leben-Upgrade sammeln. Gut, Voodoo-Puppe im Rhino-Roller-Bereich, also in Einöde, Voodoo-Puppe im gefrorenen Reich. Und ansonsten ist ja nichts mehr, ne? Das war's dann. Das war's. Mit der Sammlerin. Da kann ich mich komplett einfach nur noch farmen. Und dann weiß ich auch, es geht voran.
Gut, okay, stimmt. Ich muss ja noch die Arenen machen, aber es ist auch halb so wild. Gut, Freunde. Ich werde beim nächsten Mal wahrscheinlich erstmal zu Uka-Uka zurückkehren. Ich denke mal, weil dann wird höchstwahrscheinlich schon die finale Mission kommen. Also wirklich so rein vom Gefühl her. Weil, das war jetzt wirklich so eine Mission, da habe ich ja schon mal erklärt, wo wir nochmal alles besucht haben und sowas. Also die letzte Vorbereitung nochmal vor dem letzten Part, oder beziehungsweise vor dem letzten Teil. Ich wüsste jetzt auch nicht, was jetzt storytechnisch uns jetzt da noch aufhalten sollte. Von daher, ich bin mal gespannt, ja, wie viel das jetzt noch werden wird. Aber auch interessant, wie wenig Prozent an die Story wirklich ausmacht von dem Spiel. Wenn meine Hypothese stimmt, ne? Keine Ahnung. Am Endeffekt wissen wir jetzt alles, ne? Uka-Uka wird uns jetzt auch noch helfen, nachdem wir ihm die Knochen zurückgebracht haben. Und von daher, ich denke mal, beim nächsten Mal, nachdem ich die Mission abgeschlossen habe, werde ich wahrscheinlich mich erstmal um die Arenen kümmern. Also sprich, ich werde dann erstmal wieder zurück in das Eiskönigreich gehen, dort die Arena-Kämpfe machen, werde dann wahrscheinlich rausschneiden, wie ich dann wieder zurück zur Einöde gehe und dann über die Einöde auf den Schrottplatz dort dann die Minispiele machen, werde ich aber nochmal finden muss, weil natürlich auch nicht so einfach werden wird. Und zu guter Letzt dann eben Grimli-Welt. Dark Grimli oder wie er da hieß. Ach, keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. War meiner Ansicht nach produktiver als die letzte Aufnahme. Noch weit weg von super produktiv, ne? Aber wie gesagt, die Wegezeiten, das ist das, was mich momentan aufhält. Und die Ungewissheit, was ich noch zu tun habe. Aber gut, das werde ich spätestens dann erfahren, wenn ich Crash komplett aufgelevelt habe. Gut, ne? Also, haut rein, Freunde, und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.